Allen an Global Orbiter. Nähere mich der Satellitenschüssel. Hier ist Global Orbiter. Wir hören dich laut und deutlich. Nach links. Nein, nein. 3 Grad rechts. Ein ganz bisschen links. Jetzt ganz leicht rechts. Das war's. Perfekt. Ich komm gleich rein. Das Spiel läuft schon eine Weile und es steht immer noch unentschieden. Aber wenn jemand den Knoten platzen lassen kann, dann ist das cool, Joe. Ja, der Plattenkönig terrorisiert Barker förmlich mit seinen Hereingaben. Und da kommt schon die nächste. Der Flaschendreher! Tor! Oh! Unglaubliches Ding! Die Flagge war nicht von dieser Welt! Ha! Könnte es nicht besser sagen. Cool Joe flankt in den 16er. Es ist der Flaschendreher und die Leute toben. Sorry. Allen, das ist eine Raumstation, kein Fußballfeld. Schlimm genug, dass du unsere hochmoderne Satellitentechnik benutzt für ein Super Strikers-Spiel. Ach komm, ich könnte praktisch zum Rundfunksatelliten rübergreifen. Totale Verschwendung, das nicht zu nutzen. Oh. Asteroid 237 in Reichweite. Lasst uns loslegen. Hey, habt ihr schon mit Mimi gesehen? Ewigkeiten her, Klaus. Lange her, oder? Kennt ihr dieses Fail-Video? Check das mal aus! Absolut klar. Schon längst gesehen. Also, ich wette, das habt ihr nicht gesehen. Eine unscharfe Kartoffel. Nein, El Matador. Ein massiver Asteroid namens 237. Und er fliegt nah an der Erde vorbei nächste Woche. Also ich wette, ihr seid damit beschäftigt, nach unten zu klotzen, anstatt nach oben zum Asteroid. Mal echt cool, Joe. Warum bist du so anti-Technologie? Der Typ ist echt oldschool, bis zum geht nicht mehr. Ja, die ganz alte Schule. Und was ist falsch daran? Außerdem habe ich ein Phone. Was? Das ist nicht so alt. Es kam mit einem Faxmaschinenanschluss und allem drum und dran. Alter! Hallo? Hallo, hier spricht das 21. Jahrhundert. Du solltest auch mal rüberkommen. Nachricht von Coach. Und was schreibt er? Das Orion-Spiel wurde verschoben um 2 Tage. Oh Mann. Dieselbe Zeit, wenn der Asteroid vorbeifliegt. Cool Joes neues Handy. Ladegerät getrennt erhältlich? It's a classic! Poste das auf Instant. Umgehend. Okay, okay. Wer von euch Jungs war das? Shakes, du bist sehr verdächtig leise. Oh, der ist nur stinkig, dass er die große Space-Kartoffel nicht von nahem sehen kann. Ich verstehe nicht, warum Coach Black das Spiel verschiebt. Er liebt doch Astronomie am meisten. Ah, Super Strikers. Willkommen in der Soccer-Sphäre. Hola. Hey, Mann. Also, Coach Black, warum legst du das Spiel auf die exakte Zeit, wenn Asteroid 237 vorbeifliegt? Oh, wie toll. Ein anderer Astronomiebegeisterter in der Super League. Stell dir vor, Shakes, exakt wenn der Weltraumriese vorbeizieht, spielen Super League-Giganten auf dem Feld. Ein passender Tribut, nicht? Ja, yeah, vermutlich. Und was ist da drin? Die Einrichtung wird uns helfen,
zu verstehen, was der Asteroid macht. Cool. Kann ich das auschecken? Nicht wirklich, Shax. Auch die kleinste Interferenz könnte die Messung stören. Niemand darf rein in Dome 237. Shax! Aufwärmen! Hey, hier drüben! Kommt sofort, Mann! Supermänner! Los, alle zu mir! Coach Black hat seine Jungs taktisch vorbereitet und sehr defensiv aufgestellt. Da durchzubrechen wird für uns sehr hart. Aber wir haben etwas, das keine Vorbereitung so schnell stoppen kann. El Matadors brillante Torschüsse? Ah, sicher mein Fehler. Es ist mein Dribbling. Er spricht doch von dem Flaschendreher, du Dummkopf. Pa! Cool Joes Flanken gewinnen keine Spiele. Man braucht brillante Stürmer, um Tore zu schießen. Ha! Wollen wir wetten? Dann drehen wir mal los. Siehst du, El Matador? Mit dem Flaschendreher können sogar Dummies Tore schießen. Oder einer von denen da. Hey. Junge, das war fantastisch. Woher weißt du so genau, wo der Ball sich hindreht? Training und was war nochmal das andere Ding? Ah ja, Training. Zeit, bis 237 ankommt. Und lass mich raten, der Instant-Satellit ist zufällig in Reichweite? Es wäre Verschwendung, das nicht zu nutzen. Es gibt noch eine Menge zu tun. Wir müssen bereit sein für die Analyse von Komposition, Geschwindigkeit, Alter und Flugbahn von 237. Genau wie elektromagnetische und Gravitationseffekte, die er beim Vorbeiflug hat. Weil wir nicht so beeinflusst sind von Erdanziehung hier oben, wird ein Objekt so groß wie 237 ganz bestimmt unerwartete Effekte haben. Okay, Jungs. Super Training. Ha, yeah. Das hast du verdient. Now here's a story about a guy I know whose skill is out of sight. His funky grooves and his deadly moves give defenders all a fright. So brothers of the Super League are in for a mighty shock. When you go... Fußballabend in der Soccer Sphere. Orion empfängt die Super Strikers. Hat irgendeiner von euch Empfang? Nein. Nope. Der Asteroid führt wahrscheinlich zu elektromagnetischen Interferenzen. Das stand im Global Orbiter Instant Feed. Tja. Ich hab Empfang. Yeah, weil dein Phone kohlebetrieben ist. Vergesst euren Handyempfang. Stellt sicher, dass euer Angriff alle Balken hat. Ja, Mann! Wir machen das Ding auf jeden Fall, Coach! Und es geht los! Schöne Kombination der Super Strikers! Dancing Ruster spielt den Ball auf den linken Flügel und jeder weiß, was das heißt. Klar, der Plattenkönig wird gleich ein paar Köpfe verdrehen. Und da kommt die Flanke. Oh, ganz knapp. Ein früher Warnschuss für Orion.
Genau, aber Coach Black sieht nicht unbedingt verunsichert aus. Und wieder findet Dancing Raster Cool Joe links außen. Was war das denn? Cool Joe spielt Orions Torwart wortwörtlich in die Hände. Völlig untypisch, diese Ungenauigkeit. Und noch eine verfehlte Flanke! Und es wird immer schlimmer! Was ist denn mit Cool Joes Flanken los? Hey, Rosalind, glaubst du, die Gravitationskraft des Asteroiden könnte Objekte anziehen auf der Erde? Möglich, aber nur in sehr kleinem Maße. Wie ein sich drehender Fußball. Ich muss die Super Strikers warnen. Aus wissenschaftlichen Gründen natürlich. Könnte ein bisschen schwierig werden, sie zu erreichen, solange 237 den Handyempfang stört. Analoge Frequenzen sollten immun sein dagegen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Telefon benutzt, das so alt ist. Komm schon, du kannst das! Cool Joe spielt der Abwehr den Ball direkt vor die Füße. Und jetzt kann Orion kontern. Mein Ball! Oh. Super Strikers sind in Unterzahl hinten. Oh, North Shore verschätzt sich. Unhaltbar für Big Bo! Ja! Das 1:0 für Orion. Der Konter war nur möglich aufgrund Cool Joes Ballverlust. Yep. Im Laufe des Spiels hat der Plattenkönig, der King of Spin, den Dreh verloren. Das ist überstürzt, unverantwortlich und schlicht gefährlich. Ach komm, da ist ein alter Kommunikationssatellit direkt da draußen. Und es wäre Verschwendung, das nicht zu nutzen. Hast du irgendeine Vorstellung, wie viele Asteroidenteile draußen rumfliegen? Wenn einer dich treffen soll... Ich muss die Super Strikers warnen. Ich weiß echt nicht, was da draußen los war, Coach. Ich hab die Flanken gebracht, wie sonst auch. Es sah nicht danach aus. Mach das bitte endlich aus! Ah, ich weiß nicht wie! Yeah, die hatte damals kein Anruf-Ablehnen, als das gebaut wurde. Moment, echt jetzt? Ja, Mann, das geht bei dem nicht. Fein, geh ran. Hör zu, ich kann gerade nicht. Alles klar. Wer von euch steckt dieses Mal dahinter? Der Anruf kommt angeblich von einer Raumstation. Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ist ziemlich witzig. Wäre das von mir, würde ich es sofort sagen. Wer ist da? Cool Joe? Hier spricht Alan Thrace von der Global Orbiter. Ich will nicht drängen, aber du musst jetzt zuhören. Sofort. Die Verbindung ist gefährlich instabil. Asteroid 237 stört gerade... Hallo? Alan, an Global Orbiter. Ich komme rein. Also, jetzt sofort.
Habt ihr Jungs irgendeine Idee, worum es da ging? Sie sagte, der Asteroid interferiert mit irgendwas. Unseren Telefon? Ich bin sehr sicher, sie hat nichts aus dem All angerufen, weil wir kein Instant nutzen. Also, was funktioniert denn noch nicht? Ich sag's nicht gern, aber vielleicht Cool Joes Flanken? Würde erklären, warum der Ball sich in alle Richtungen dreht. Aber kann ein Asteroid das machen? Wette, wir finden die Antwort in Coach Blacks Forschungshalle. Oh, aber da darf absolut niemand rein. Stimmt nicht. Ich hab das ganze Orion-Team rauskommen sehen letzte Nacht. Also, was hat das mit einem Asteroiden zu tun? Finden wir es raus. Hier klappt es. Ha, ich verstehe es nicht. Bist du unsicher? Dann drück den roten Knopf. Gravitationsumkehrung aktiviert. Hä? Coach Black hat einen Weg gefunden, den Spin vom Ball umzudrehen. Nicht gefunden, nachempfunden. Asteroid 237 stört auf jeden Fall deine Flanken. Und Coach Black trainiert seine Jungs hier, damit sie darauf vorbereitet sind. Glaubst du, du kannst das? Ich weiß nicht, Bruder. Ich habe den Flaschendreher schon so oft gemacht, der ist Instinkt. Den kann ich nicht einfach an- und ausschalten. Aber vielleicht muss ich das gar nicht. Die zweite Halbzeit läuft. Finden die Super Strikers einen Weg zurück ins Spiel? Haltet den Ball flach, Jungs! Kurze Pässe! Meinst du, Cool Joe hat die Nachricht bekommen? Ich hoffe es sehr. Sieh mal! Cool Joe hat die Seite mit Twisting Tiger gewechselt. Naja, viel schlimmer als auf seiner alten Position kann es nicht werden. Sicher, dass das funktioniert? Kein bisschen. Also, heißt das, wir haben dein Okay, Fußball zu gucken auf der hochmodernen Satellitentechnik? Nein, das ist Forschung zu den Effekten des Asteroiden. Auf ein Fußballspiel. Hallo? Funktioniert das Ding? Höre dich laut und deutlich. Wow, ich glaub's nicht, ich spreche mit einem Super Striker. Ich glaub's nicht, ich spreche mit einer Astronautin.
Wer hätte gedacht, es wäre so einfach, Cool Joe für Technik zu begeistern? Ja, alles, was es braucht, ist die richtige Motivation. Sag mal, geht's noch, Jungs? Ja, echt mal. Gebt ihr uns ein bisschen Space, bitte? Wie viel mehr Space brauchst du?